Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kena. Beim letzten Mal haben wir diesen ultra nervigen Fight hier gemacht. Und ich glaube, wir müssen jetzt von unserer Aufgabe noch einen der Schreiner klären hier. Some believe the Mit ihm hatten wir schon represent come from geredet, up here. ne? Ja. It's easy to imagine them. Okay. Ich habe im Vergleich zum letzten Mal das Audio ein bisschen runtergedreht, ein bisschen die Musik runter, ein bisschen die Effekte, weil das Spiel ist an manchen Stellen doch ein bisschen lauter irgendwie. Moment, was habe ich denn jetzt gemacht? Oh, okay. Ja, das war nicht so sinnvoll. Oh mein Gott. Vermutlich muss ich irgendwas hier hochbringen, um das zu aktivieren da vorne. So. Eine Kiste. Aber irgendwie ist hier nichts, ne? Das muss ich kaputt machen. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh, ich möchte nochmal nach oben, eigentlich. Okay, den habe ich schon. Habe ich das da irgendwie verpasst? Wie kam ich denn jetzt nochmal da wieder hoch? Kann ich mich da hoch teleportieren? Das müsste doch eigentlich gehen. Ja. Okay, ich habe nur hier den Warp, nicht da. Aus Liebe, da ist noch so ein Schrein. Aber ich habe da eindeutig da oben was verpasst. Möchte ich jetzt eigentlich noch rausfinden. Oh, was haben wir denn hier? So. Nimmt mal mit. Weiter, weiter, weiter. Na kommt, keine Müdigkeit vortäuschen hier. Dahin. So, wir uns noch eine. Die liegt da. Mal wir auch noch eben. Ja. Holt das mal. Und dann hier hin. Mit diesen kleinen Hütchen, ey. So, danke. Hier, Schot. Nice. Okay, aber wie kamen wir jetzt da hoch? Wir mussten irgendwie da diesen Baum hoch. Ja, das war, glaube ich, hier. Und da hoch. Ja, das dauert jetzt ein Momentchen, aber geht ja ganz fix. Ja. Diesmal finde ich auch den Weg zum Glück. Aber wo war denn dann dieses Ding, was ich dafür brauche, um das zu aktivieren? So, und jetzt. Dann mal das Ding holen.
Wenn ich hier so rumkletter, kann ich ja noch mal ein bisschen erzählen. Ich hatte ja eigentlich angekündigt, dass ich so 3 Projekte parallel laufen lassen möchte. Zeitlich passt das gerade aber doch nicht so. Darum spielen wir es gerade erstmal nur Kena. Eventuell starte ich noch was Zweites. Ich bin gerade mal überlegen, was das sein wird. Aber ja, 3 werden das erstmal doch nicht sein. So. Das Ding hier ist doch so ein... damit so eine Blase kommt, damit ich dann da runter kann. Wo kriege ich das denn her? Das ist doch nur so ein Heilteil hier, ne? Ja, genau. Bin ich irgendwie blind? Da oben ist noch was. Das ist ein Eimer, der leuchtet. Aha. Stimmt, hier... Ah, stimmt, hier hatten wir letztes Mal aufgehört. Ich habe mich einfach nur wieder da vorne gespawnt. Habe ich schon wieder vergessen. Warum leuchtet das hier? Weil da ein kleiner Rot ist. Übrigens mal geguckt, ob es da irgendwie Merch zu dem Spiel gibt. Gab es, aber den Shop gibt es nicht mehr. Beziehungsweise den Shop gibt es noch, aber man kann da nichts mehr kaufen. Okay, ich dachte jetzt echt, hier geht's weiter, aber dann komme ich doch nur wieder da runter. Okay, okay. Aha. So. Ups, den mal runter. Kann ich da runter? Ja. So, nimm das mit. Und dahin. So, endlich. Dann macht ihr einmal den hier. Das war auch wieder so smart. Ich muss ja einmal das wieder hochholen. Na komm. Jetzt. So. Okay. Nee, das geht nicht. Ach so, ich muss das hier anhauen. Das geht nicht. Okay, dann einmal so und dann so. Ah. Okay. Hm, kommt mal her. Und zack. Jetzt können wir auch hier runter. So. Baue den Fischerschrein wieder auf. Der ist genau hinter mir. Okay, dann suchen wir den nochmal. Hm. Ach stimmt, das war das hier. Was ich nicht gecheckt habe. Läuft eine Zeit quasi? Geht das nochmal weiter wieder aus? Ich warte mal jetzt mit dem anderen. Da ist noch einer, da ist noch einer und der letzte ist da oben. Okay, es ist, glaube ich, echt ein Zeitding. 1, 2, 3 und 4. Das habe ich letztes Mal ja auch schon versucht. Muss vermutlich die richtige Reihenfolge sein. Aber wie finde ich die raus? Hm. Hm. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Ja, dann würde ich sagen, mache ich vielleicht immer der leuchtet. Leuchten ja alle. Achso, der pulsiert dann so.
die richtige. I see. Okay, das müsste jetzt aber richtig sein, oder? Nee, immer noch nicht. Hä? Ich verstehe das nicht. Aber der hat doch jetzt pulsiert. Die pulsieren doch nicht alle. Ja, der da zum Beispiel. Doch, der auch. Der auch? Okay, nee. Die pulsieren alle. Okay, dann gucke ich mich noch mal ein bisschen hier um. Vielleicht habe ich doch irgendwas übersehen. Ich muss noch irgendwas machen. Ja, den habe ich schon. There are several worn fishing baskets here. A simple design, but effective. Ah, da ist eine Erinnerung. Maske verwenden. Aber nichts an dem Rätsel geändert, glaube ich. Da ist wieder der Baum. Ja, wäre das jetzt ein Stream, könntet ihr mir helfen. Das ist halt auch das, was ich an Streamen eigentlich so interessant finde, warum ich das gerne machen würde, weil man halt so die Interaktion mit den Zuschauern hat. Ist eigentlich ganz cool. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich werde hier mal ein bisschen rumprobieren. Und hier mal einen kleinen Cut setzen, dann müsst ihr nicht die ganze Zeit zugucken, wie ich hier einfach nur dumm in der Gegend rumstehe und diese Dinger nacheinander in verschiedenen Reihenfolgen abschieße, ne? Okay, mal gucken, ob ich es rausfinde. Ihr sollt schon, wie lange ich gebraucht habe. Bis gleich. So, weiter geht's. Ich bin jetzt hier ewig lang rumgelaufen und habe nach irgendeinem Hinweis gesucht, vielleicht, dass ich es nicht einfach auf gut Glück probieren wollte. Ich habe es nicht rausgefunden. Ich habe jetzt jemanden gefragt, der das Spiel schon gespielt hat. Und ich wäre nie darauf gekommen. Ich hätte mich hier tot gesucht und das irgendwann zufällig rausgefunden. Ich habe das nicht gesehen, dass hier an dem Schrein diese Kerzen stehen. Eine Kerze, zwei Kerzen, drei Kerzen, vier Kerzen. Und das symbolisiert die Reihenfolge, in der man die anschießen muss. Wenn ich das mache, dann geht auch eine Kerze an. Das kann ich eigentlich nur sehen, wenn ich das hier anschieße, weil ich dann direkt da drauf gucke und die anderen hier im Rücken habe, wenn ich die anschieße. Okay, das hätte ich niemals rausgefunden. Ja, und besser jetzt so, ich wollte es nicht einfach nur probieren und alle in irgendeiner Reihenfolge anschießen. Das wäre auch irgendwie doof gewesen. Achso, und ich muss das, glaube ich, auch schnell genug machen, wie es scheint. So. Und du noch. Ah ja, okay. Nee, da wäre ich niemals drauf gekommen. Und das war der letzte Schrein. So, haben wir denn Taros Liebe? Wir haben eine von Taros Erinnerungen noch nicht, ne? Was sagst du denn dazu? Die Kinder in Taro fischen oft in diesen Streams. In der Stillness of the Forest. I can almost hear their voices. Taro and his siblings felt safe in these woods. You taught them well, Ruthu.
Okay, dann buchen wir noch. Ja. So, eine Erinnerung noch. Hier lang. Ach so, natürlich. Ja, klar. Die Schreiner haben die Tür hier geöffnet. Sportskapitän. Nein. Okay, der ist ein bisschen krass drauf. Ich möchte gerne deinen Rücken. Alter, zieht der. Könnt ihr den mal... Nee, könnt ihr nicht... Warum könnt ihr den nicht hier kloppen? Nein. Wieso sehe ich dich eigentlich die ganze Zeit ab? Haltet den mal fest. Zack. Darf nicht die Kamera bewegen, dann sehe ich den ab anscheinend. Oh, 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 oh. Aua, aua. Nein, nein. Okay. Sie weicht so um ihn rum aus. Ich versuche das Spiel irgendwie die ganze Zeit sowas wie Dark Souls oder Elden Ring oder sowas zu spielen. Und das funktioniert halt logischerweise nicht. Da benutze ich auch Blocken nicht, weil ich in Dark Souls und so auch immer ausweiche. Okay, versuchen wir das nochmal. So, du kriegst erstmal so ein paar rein. So. Zack. Jetzt müsst ihr auch mit dem Blocken. Na komm. Okay, ich soll das in dem Moment wieder wegmachen. Ich möchte es mal hier an dir blocken üben. Ich habe das Gefühl, dass ich sonst ein sehr schweres Leben im Spiel haben werde. Das klappt wunderbar. Okay, vielleicht nicht der Gegner zum Blocken üben. Dann versuche ich den doch nochmal. Normal. So, komm her. Kommen Sie her, Kapitän. Nein. Aua. Auf. So. Okay, das hat nicht funktioniert. Ich check das mit dem Blocken noch nicht ganz. Konnte ich nicht auch so kontern? Hm. So. Okay. Aua. Der haut aber auch zu, ne? Muss echt das mit dem Blocken mal hinkriegen. Hm, läuft heute wieder nicht so, ne? Aber ich block doch so. Kann mir mal jemand in die Kommentare schreiben, wie genau das mit dem Blocken funktioniert? Mache ich da irgendwas falsch? Man konnte doch auch kontern, wenn ich das irgendwie im richtigen Moment mache, glaube ich. Aber ja, ich verstehe es nicht so ganz, wenn ich halt blocke, der meinen Block dann irgendwie bricht und dann direkt wieder zuhaut. Komm. Genau, und dann haut er nochmal zu. Okay. Okay.
So. Haben wir mal schon ordentlich gedamaged. Aber ein Schlag und ich bin tot. Okay. Hm. Und wie ist es, um mir mal Fällen zuzugucken? Okay, auf ein neues. Ja. Gut. Nein, nein. Kann ich es bitte wieder anvisieren? Dankeschön. Das war unfair. Okay, jetzt wird's kritisch. Okay, er haut einfach mein Schild kaputt. Er haut ihn einfach kaputt. Na komm. Kann doch nicht so schwer sein. Junge. Aua. Boah, mach den hier mal. So. Oh! Okay, das sollte ich öfter machen. War jetzt nur Glück. Aber ja. Okay, okay, das haben wir. Der Captain ist down. Nee. So, und zack. So, und der letzte Schrein. At the Guardian Tree, asking it to protect the ones we love. Taro left this for the children. He must have been so scared when he lost them. Many of the offerings here were placed by the first village leaders. Skilled hunters who use spirit energy to create powerful weapons. I'm sure the Guardian Tree won't mind if we use them to help Taro. Entdecktes Relikt. Speiseopfer. Hallo, Achievement. Danke fürs Ohren wegfetzen. Taros Reue. Beseitige die Verderbnis in der Laternenhöhle. Ja, darf ich die Waffen denn jetzt hier benutzen, wie du gesagt hast? Hm. Scheinbar nicht. Okay, wo ist die Laternenhöhle? Moment, Taros Reue. War zur Laternenhöhle. Kann ich mir... Nein, ich kann mir nichts auf der Map markieren. Kann ich denn noch was lernen? Hier. Soll ich echt den Schild erhöhen? Okay, hier kann ich so einen Konter machen. Das hier wäre natürlich auch ganz witzig. Nee, zwei Sprint ist doof. Ich mache jetzt mal den hier. Und den Gegenschlag. Immer noch 365. Das habe ich. Okay. Dann kann 5 Pfeile feuern. Das ist auch ganz cool.
Ich warte nochmal. So, haben wir hier einen Teleport? Nicht so wirklich. Dann gehen wir zu Fuß. Ja, das Fehlen ist nicht ganz so schlimm. Ich habe ja gesagt, ich bin nicht so gut in vielen Spielen. Aber wo ich gut bin, sind Quizshows. Denn es ist jetzt ein Tag, nachdem bei Pete's Meet das Format 6 gegen 3 kam. Und da bin ich zu Gast im Team von Jay. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Ein Magier. Hier. Da. Okay, der wirkt auch. Komm, jetzt, das werden die jetzt mal probieren. Das hat wunderbar funktioniert. Hat der sich geheilt? Also heilen ist unfair. Aua. Aua. Haben wir was zum Heilen? Ich möchte mich auch heilen. Da, das da. So. Halt den mal auf. Au. Nein, nein, nicht. Jetzt hat der sich schon wieder geheilt. Danke. Okay, ich muss dann echt von ihm weg. Oh je. Yeah. Oh je. Yeah. Ich glaube, das wird nichts. Der heilt sich immer. Nein, nein. Au. Okay. Ich muss den beim Heilen mit den Kleinen abbrechen, schätze ich mal. Versuchen wir das nochmal. Okay. Ich muss erstmal direkt einen Pfeil ins Gesicht. So. Okay. Dann sollte ich nicht so nah dran stehen, damit ich ausweichen kann. Ja, schießt du einfach noch mehr. Ja. Zack. Alter, das zieht vielleicht ab. Nee, 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 nee. Hat der sich weggeportet? Nein. Du heilst dich nicht. So. Okay. Haben wir hier noch was? Nee, da waren wir schon. Das haben wir schon gelootet. Okay, Meister Russo. I don't know what corruption waits for you in the Lantern Cave. I suspect Taro's spirit will fight to the end. Okay. So, dann darf ich jetzt vermutlich gegen Taro gleich kämpfen. Aus Reue. Da fehlt mir noch eine Erinnerung. Vermutlich. So, was haben wir denn hier? Noch eine Kiste. Nicht hochklettern. Okay, dann schauen wir mal. Interagieren. A fox symbol is marked on this old camping gear.
Bleib doch mal hier. Ich möchte dich einsammeln. So. Maske verwenden. So, waren das jetzt alle Erinnerungen? Ich glaube schon, ne? Okay, das können wir alles kaputt machen. Das vermutlich auch. Es geht da vermutlich rein. Okay, dann. Das müssen wir da in der richtigen Reihenfolge. Let's see. Holt das mal und bringt das mal dahin. So. Dann machen wir zuerst das hier alles kaputt. Komm mal da raus. Dann hier alles. Komm, ich nehme mal mit. Attacke! Ja, so muss das. Wir können die auch noch kaputt machen. Nein. So, zack. Das können die auch kaputt machen. Aber Moment, ist das denn? Warte mal, warte mal, warte mal. Oder komme ich da raus? Okay, das hier kaputt. Das ist irgendwas, diese Blätter kaputt zu machen. Oh, das war nicht ganz der Plan. Geht da nochmal rein. So. Gehen wir viel zu schnell kaputt. Kamera. Danke. So. Da muss ich noch rein. Da unten kann ich auch hin. Wo kann ich denn überall hin? Da kann ich auch rein. Ich kann so viele Wege gehen. Oder führt mich das alles an den gleichen Ort? Nee, hier kann ich... Hier muss ich auch wieder das Ding benutzen. Aber... Kann ich denn mit euch hier hoch? Scheinbar nicht. Das heißt, da komme ich vermutlich raus. Ja gut, logisch hier. Dann kommt mal ihr. Und zack. Okay, dann ist der Weg jetzt auch frei. Dann... Kann ich da noch runter? Ich kann aber auch noch hier lang, oder? Hier ist noch ein Rod.
Na, oh, holt ihn da raus. So, noch 5. Okay, dann zack. Könnte ein bisschen mampfen. Okay, dann bin ich aber, glaube ich, über lang gegangen. Dann müssen wir jetzt in die Höhle runter. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich danke vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns. Tschüss.